Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Wien, im alten Wien des Jahres 1942 und jetzt haben sie hier ihren ersten Bahnhof. Was noch fehlt, das ist ein Zug und was auch noch fehlt, das ist natürlich der städtische Bahnhof, das habe ich ja aber erklärt in der letzten Folge. Ja, da fehlt der schnöde Mammon, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, aber wisst ihr, was ich jetzt gerade gedacht habe? Wir können ja hier schon mal reservieren, dann können wir nämlich den Stadtbahnhof hier reinsetzen. So, jetzt machen wir was ganz, ganz Schönes, etwas, was optisch fast nicht zu toppen ist, nämlich was ganz Hässliches. Wir legen einfach ein paar Schienen hier hin, so, damit hier eben nicht gebaut wird. Das ist die Grundidee des Ganzen, das kappen wir mal. Dann nehmen wir wieder die Schiene, so, machen hier vielleicht noch ein bisschen und hier. Dann wird hier definitiv nicht gebaut und das hat natürlich auch noch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Stadt Wien wahrscheinlich nach hier hinten baut. Sprich, um diesen Bahnhof rum. Hier wahrscheinlich noch ein bisschen in die Richtung. Und vielleicht kommen sie ja noch über den Fluss rüber. Das werden wir sehen, sonst bauen wir selber eine Brücke. Dann können sie hier hinten nämlich auch noch siedeln. Denn dieses Städtchen, das ist ganz klar, das liegt auch in unserem Fokus. Das heißt nicht umsonst Wien. Also werden wir hier auch was Ordentliches machen. Muss ich hier noch irgendwie... Nein, eigentlich nicht. Das müsste soweit klappen, dass hier nicht gebaut wird. Wenn sie hier bauen, dann ja, dann ist ganz komisch. Da müssen sie erst unsere Schienen wieder abreißen. Und das wäre dann doch ein neues Phänomen hier bei Transportfieber. Gut, ich würde sagen, wir bauen jetzt eine Strecke für Wien, wenn wir das Städtchen schon haben. Und zwar hier von Dingens aus, von Schattin aus. Das müsste eigentlich relativ einfach gehen. Da können wir hier hinten raus. Ja gut, wir haben da natürlich noch einen Bauernhof im Weg. Oh, und da ist ein Zug. Der hat seine Lebensdauer erreicht. Okay, dann müssen wir das mit Wien ganz kurz verschieben. Denn das müssen wir natürlich machen. Denn sonst, ja, diese Züge, wenn die alt sind, dann schießen die Betriebskosten dermaßen in die Höhe, dass man das nicht mehr handeln kann. Okay, was ist das für eine Linie? Die führt von hier nach da und von da nach da, so wie das die meisten guten Linien tun. Okay, ich würde sagen, ja, ich wollte jetzt zwar in Wien was machen, aber wisst ihr was, jetzt machen wir das Ganze hier zweigleisig und setzen hier noch einen zweiten Zug drauf. Denn wenn man guckt, ja, der ist voll. Und der wird wahrscheinlich nicht leerer, wenn er hier anhält. Nein, das reicht hinten und vorne nicht. Okay, wir machen hier ein zweites Gleis und setzen einen zweiten Zug rauf. Und dann werden wir natürlich den Fahrzeugersatz noch machen. Ich würde sagen, aber da bleiben wir jetzt mal noch bei Kollege Dampflok. Das darf gerne so bleiben. Wenn der weg wäre, könnte ich mal gucken. Moment, ich brauche hier das normale Gleis. Und dann ohne Strom. Aha, jetzt kriegen wir gar nochmal eine neue Lok. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar, die BR41011. Okay, sehr schön. Können wir ja gleich mal gucken nachher, ob wir vielleicht die noch verwenden. Oh, da komme ich sogar rüber. Sehr schön, da machen wir das natürlich. Weil eigentlich habt ihr recht, ihr habt eh schon in die Kommentare geschrieben, fangt doch endlich an, zweigleisig zu bauen. Weil das kostet ja nicht viel und das ist tatsächlich so. Das kostet tatsächlich nicht wirklich die Welt. So, hier können wir anschließen. Sehr schön, weil hier haben wir unsere Flying Junction. So, hier rüber. Und keine Angst, zum Thema Wien kommen wir gleich. Das hier gibt ja jetzt keine Monsterübung, sondern das gibt ein zweites Gleis und dann den Fahrzeugersatz. Oh, jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht über die Straße. Okay. Hier wird es gehen. Ja, dann machen wir das folgendermaßen. Wir kappen hier mal Kollege Sträßchen. Ja, Hauptverbindung ist egal. Kriegt er ja gleich wieder zurück, aber Bahn first sozusagen. So, hier rüber. Ja, da oben blinkt es jetzt natürlich. Das ist auch ganz klar, weil wir eben die Hauptverbindungsdingens da unterbrochen haben. Hier gibt es einfach eine Weiche. Und dann hätten wir das soweit zweigleisig. Jetzt müssen wir aber in die andere Richtung ja auch noch. Hier haben wir auch nur ein Gleis. Ich bräuchte nochmal kurz die Linie. Die düst hier rein. Das macht sie dann zweigleisig, sobald wir Signale haben. Ja, das haben wir eingestellt. Dann gehen sie hier wieder raus. Hier in dieses Gleis rein. Das heißt, wir brauchen hier nochmal ein zweites Gleis. Kommen wir hier vielleicht sogar so hier rein oder rüber oder... Moment. Aha, das würde gehen. Kommen wir da auf das Gleis? Nein, das kommen wir nicht. Wisst ihr was, wir machen das unkompliziert. Sprich, wir machen hier eine Weiche. Nach der Weiche und dann passt das nämlich auch. Ja, ja, die Straße kriegt er zurück, liebe Leute. Aber erst, wie gesagt, machen wir jetzt das Gleis. Dann gucken wir wegen der Straße da unten. Ist das weit? Oh, das ist doch... Ja, ja, okay. Es sind ein paar Meter. Aber dann können wir das eigentlich auch so machen. 40.000. Das ist schon relativ günstig. Das muss man tatsächlich sagen. Und jetzt kommen wir hier nämlich auch rein. Okay, und das können wir natürlich so machen.
dass wir hier irgendwie da gleich mal reindüsen, wenn ich es dann erwische. Möglichst gerade, damit das auch ein bisschen noch was aussieht. Okay. Und dann das hier wieder zurück und dann haben wir das Ganze. Jetzt bräuchten wir aber natürlich, wie gesagt, entsprechend Signale. Das wäre mal einmal hier. Ja, Blöcke machen wir natürlich auch. Das wäre dann einmal hier. Ich mache die jetzt mal ein bisschen weiter weg von der Straße. Wobei, wegen den Blöcken gucken wir gleich nochmal, wie wir das machen. Machen wir hier Gegensignal. Okay, und hier unten, das ist der Bahnhofsbereich, da machen wir nichts. Aber hier gibt es noch ein Signal. Und schon wird es dann nämlich zweigleisig. Hier haben wir die Straße, die wir noch reparieren müssen. Und hier machen wir einen Block hin. Und hier vorne geht es wieder in den Bahnhof rein. Da wird es dort eingleisig. Das heißt, wir machen das hier vor der Straße hin, das Signal, damit der Zug nicht auf der Straße zu stehen kommt. Und dann müsste das soweit eigentlich passen. Jetzt nochmal schnell gucken wegen Blöcken. Ich würde mal sagen, hier können wir noch einen machen. Da haben wir einen. Hier machen wir keinen. Okay, das passt. Und in die Richtung haben wir hier im Prinzip das Gegensignal. Ich mache jetzt hier mal Blöcke draus. Das ist auch ein Block und weiter vorne macht es dann keinen Sinn mehr. Okay, können wir wegmachen. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Thema Straße, damit das Geblinke da oben ein Ende nimmt. Das ist eine Countrystraße, die mit Bäumchen. Haben wir die gerade irgendwo am Start? Die Bäumchenstraße. Ja, nee, Moment. Genau gucken, nicht einfach nur machen. Nee, das ist er auch nicht. Müsste doch irgendeine von denen hier sein. Nehm. Einmal Bäumchen, bitteschön. Halt. Ja, da haben wir die Bäumchenstraße. Und dann kommen wir hier nämlich auch wieder rüber. Ist das die gleiche Bäumchenstraße? Nein, das ist aber halt auch... Ist das vielleicht sogar eine städtische? Wir gucken mal kurz. Ja, das ist tatsächlich eine städtische. Okay. Und dann kommen wir da nämlich auch rein. So wie wir im Prinzip vorher schon rübergegangen sind übers Gleis. Jetzt müsste ich hier aber noch kurz... Zack, eine Schranke haben. Machen wir mal dich. Ja, gefällt mir. Sehr gut. Okay, dann hätten wir das Ganze soweit. Ich kontrolliere nochmal schnell. Zweigleisig. Zweigleisig, passt. Und jetzt müsste ich diese Lokomotive hier im Depot haben, damit ich da den Fahrzeugersatz machen kann, beziehungsweise die Lok erstmal klonen. Die haben wir aber, wenn man genau guckt, kein Depot. Okay, dann wisst ihr was, wir machen zuerst mal den Fahrzeugersatz, dann haben wir das. Ich würde die aber mehr oder weniger 1:1 wieder so nehmen. Das wäre dann, wenn wir hier gucken, welche Linie ist das denn? Die hellblaue, Moment, die hier unten. Die hier, das ist die Atlantic. Okay, Atlantic. Linie, Fahrzeugersatz, zack. Dann Lokomotive der dampfenden Variante und dann die Atlantic. Das war die hier mit 100 km/h. Leistung geht so. Haben wir hier nicht noch ein bisschen was Kräftigeres? Die hier zum Beispiel. Was kostet die? 3 Millionen. Dann würde ich die hier nehmen. Die haben wir, glaube ich, in Weiß. Haben wir sie schon. In Schwarz, glaube ich, nicht. Was ist das hier? Die BBÖ, auch mit 100. Ja, eigentlich ähnlich. Ist das nicht die gleiche? Nee, die ist ein bisschen anders. Der Tender ist ein bisschen anders. Sonst nehmen wir die BBÖ. Aber die haben wir, glaube ich, auch schon. Was haben wir denn sonst noch alles dazu bekommen? Lasst uns da aber mal gucken. Zum Beispiel eben die hier unten. Die ist sehr neu. 90 macht die aber nur. Die machen alle nur 90. Die hier, die sind zu teuer. Für diese Art von Strecke, würde ich mal sagen. Hier haben wir wieder die 100. Bei der BBÖ 113, 18. Wir nehmen die mal dazu. Okay, und bei den Wagen haben wir hier, glaube ich, die Pullman-Teile gehabt. Die haben halt eine relativ gute Kapazität und trotzdem kosten sie nicht die Welt. Wir können aber auch wechseln. Hier haben wir 18 Leute. 11. Was haben wir denn bei den Pullman-Teilen? Auch 18. Hier haben wir 19. Das wäre ein bisschen mehr. Und das sind wieder diese modernen. Die kosten erstens ein Vermögen und zweitens, ja, die passen nicht in die Zeit, behaupte ich mal. 18. Ich hätte gerne irgendwie 19. Sollen wir die hier nehmen? Das sind zumindest nicht die Pullman-Teile. Boah, kosten aber auch gleich 1 Million. Doppelt so viel wie die Pullman-Teile. Wir nehmen die Pullmänner. So. Okay. Kaufen. 192 Meter. Okay. Jetzt kann ich den hier natürlich in dem Sinn nicht klonen. Jetzt habe ich einfach den Fahrzeugersatz gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt kurz warten, bis der da im Bahnhof drin ist. Dann wird er ersetzt. Wird uns ordentlich was kosten. Also der wird natürlich auch nur ersetzt dazu, wenn wir uns das leisten können. Das ist auch ganz klar. Und dann
werden wir den Klon bzw. ins Depot reinnehmen. Da haben wir ein Depot, das passt. Da muss er jetzt aber erstmal hier um die Kurve rum und dann wird der Zug ersetzt werden. Eigentlich fast ein bisschen schade um diese schöne Lokomotive, ganz klar, aber ja, wir haben dafür, haben wir denn wirklich ein bisschen Tempo gewonnen? Ne, die wäre auch 100 km gewesen, aber eben, die hat halt nicht so viel Power mit 700 Kilowatt, deswegen habe ich die jetzt primär ersetzt. Schön ist natürlich alleweil, hier natürlich auch wieder diese wunderschönen Gleise, die wir hier schon mal gelegt haben, einfach weil es gut aussieht. Nein, auch hier haben wir natürlich reserviert. So, bitte Lokomotive ändern. Einmal drehen und zack, da steht das neue Stück. Und ja, sieht doch auch sehr nett aus. So, spult ein bisschen, du musst die noch drehen, sonst wird das hier nichts. Gut, jetzt sitzen hier aber Leute drin, 63. Aber ja, das machen wir jetzt einfach, dass wir die Lok klonen. Oder soll ich einfach nochmal eine kaufen? Das sind ja keine komplizierten Lokomotiven. Wisst ihr was, wir lassen den fahren hier. Dann nehmen wir hier Dampf. Und dann war das irgendwie die hier. Wir können ja die Atlantic dazu nehmen. Den Fahrzeugersatz haben wir zwar geändert. Aber okay, dann haben wir die wieder. Das heißt, wenn die Loks ersetzt werden, die Züge, dann haben wir automatisch wieder diese andere, die wir vorher genommen haben. Und bei den Wagen können wir ja hier jetzt auch mal noch was Neues. Ne, die sind halt zu teuer. Wir müssen aufpassen. Wir haben das Geld nicht. Was haben wir denn an Kredit? 1 Million kriegen wir noch. Dann nehmen wir die. So, okay. Ja, nochmal. Und viel weiter kommen wir nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben, bis wir hier wieder ein bisschen mehr Geld haben. Dann können wir nämlich nochmal zuschlagen. 169 Meter. Ein Wagen möchte ich noch. Dann haben wir die 194. Dann passt das. Linie zuweisen. Das wäre diese hellblaue Linie gewesen. Und dann haben wir das Ganze nämlich tatsächlich soweit fertig. Dann haben wir die erste Linie ausgebaut. Das war ja eh das, was ich dann relativ schnell in Angriff nehmen wollte. Dass wir eben diese Linien alle zweigleisig machen und entsprechend die Züge verstärken. Gut, jetzt geht's aber zurück nach Good Old Vienna, wenn ich es finde. Hier hinten haben wir Hamburg. Irgendwo hatten wir hier doch Wien. Hier ist Dingens. Schattin. Dann müsste Wien hier unten sein. Hat doch tatsächlich noch geklappt. Gut, was machen wir für einen Zug? Nach Wien. Das dürfte gerne was Schnelles sein, was Modernes. Das heißt, wir bauen jetzt sicher mal mit sind Hochgeschwindigkeitsgleise und mit Strom. Und wenn wir von da hinten kommen, von hier werden wir auch noch kommen. Das heißt, wir nehmen hier mal dieses Gleis. Machen wir aber gleich mal zwei. So, machen hier eine Weiche hin. Oder machen die Weiche ein bisschen später. Oh, Geld fehlt. Okay. Wir müssen schnell warten. Wir verdienen grundsätzlich eh Geld. Von daher, hier sieht man, wie das aussieht, wenn wir nicht gerade bauen. Das funktioniert eigentlich eh. Oh, was wir auch noch machen müssen. Das kostet aber auch wieder Geld. Jetzt machen wir erst Wien. Weil wir müssen bei dieser Lebensmittellinie, bei der einen, noch was machen. Das bringt eigentlich nicht viel, wenn ich nur die Linie verstärke, die Getreide und Vieh liefert. Wir müssen auch die Linie verstärken, die nachher die Nahrung zum Zentralbahnhof bringt. Das muss ich noch machen. Da muss ich noch einen weiteren Zug installieren. So, wie sieht's aus? Man reiche uns ein bisschen Kohle bzw. Geld, weil sonst ja, wird das hier schwierig mit bauen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Mal gucken, was hier unten passiert. Ja, schon gehen wir wieder in Richtung Million und schon sind wir wieder im Minus und schon geht's wieder rauf. Ich mag das halt nicht, wenn das so schnell ist. Ich habe immer die Angst, ich verpasse irgendwas. So, wir machen mal Päuschen, nicht Päuschen, sondern normales Tempo. Und gucken mal, wie weit wir hier kommen. Weil hier bauen wir ja, sollen wir hier schon mal zweigleisig bauen? Das ist halt dann doch, wenn man kein Geld hat. Ich habe gerade noch gesagt, das kostet ja nicht so viel. Ja, ja, schon nicht. Aber es kostet halt doch was. Vor allem, wenn wir hier je nachdem einen Tunnel machen müssen. Weil wir müssen hier am Bauernhof vorbeikommen. 7 Millionen. Halleluja. Okay, egal welches Portal wir haben, so ein Tunnel kostet 7 Millionen, dann müssen wir es anders machen. Wir werden hier mal in die Richtung düsen, mit 175 an der Fabrik vorbei. Irgendwie so, dann hier lang und hier müssen wir halt gucken. Wir können natürlich die Felder schon kaputt machen, die kosten aber auch entsprechend Geld. Das ist dann irgendwie auch nicht so wirklich das Grüne, das Gelbe, das Grüne. Das Grüne vom Ei ist das auch nicht, nein, da habt ihr recht. So, hier unten Kasse.
komm in die Gänge. Wir können ja eh nicht bauen. Wir gucken mal ein bisschen hier rum und schauen, was die hier machen. Oder stehen Züge? Ja, jetzt wo ich weg bin, jetzt haben wir, jetzt haben wir da 1,5 Millionen. Gut, dann können wir hier jetzt aber auch weiterbauen. Da müssen wir doch nicht rumgucken. So, was haben wir gesagt? Jetzt ist... Come on, jedes Mal, wenn ich eine Schiene nehme, haben wir da kein Geld mehr. Das kann ja nur ein Scherz sein. Wenn ich jetzt hier gucken gehe, haben wir wieder eine Million. Sehe ich das richtig? Haben wir denn irgendwelche Züge, die massiv Minus machen? Nee, das sind alles Bereiche. Geht so. Das Tram hier macht noch ordentlich Minus. Und der Regio macht hier Minus. Aber wir haben kein Minus. Doch, hier haben wir ein Minus im Millionenbereich. Jawohl, das sind, genau, das sind natürlich die neuen Züge, die wir installiert haben, damit sie mehr Getreide liefern. Und das ist genau das, was ich hier angesprochen habe. Die liefern nicht mehr Getreide, die fahren halb leer, weil sie keinen Abnehmer haben hier oben. Jetzt muss ich da nochmal kurz von Wien weg. Ich bitte das zu entschuldigen. Hier unten. Wir müssten hier diesen Zug hier verstärken. Dann kriegen wir auch mehr Getreide und Vieh durch diese Züge. Und dann werden die nicht halb leer rumfahren. Nur, dafür bräuchten wir jetzt natürlich Geld, um den nochmal irgendwie zu verstärken. Wir könnten im Prinzip auch eine LKW-Linie machen von hier nach da. Das würde auch funktionieren, das würde aber dazu führen, dass der Zug leer fährt. Weil dann wird die LKW-Linie bevorzugt, weil die haben mit Sicherheit den geraderen, schnelleren Weg nach da unten. Hm, was machen wir denn nun? Wie viel hast du denn dabei im Moment? Du bist natürlich auch nicht der Schnellste. 42 Brote. Okay, ja. Wir müssen den Takt erhöhen. Hm. Aber eben, ohne Geld ist das schwierig. Jetzt haben wir hier tatsächlich ein bisschen eine Krise. 10 Millionen Minus. Das hat aber schon mit dem Gebaue zu tun. Beziehungsweise damit, dass wir jetzt da noch einen zweiten Zug gekauft haben. Aber die verdienen ja auch Geld. Also von daher sollte das eigentlich schon funktionieren, was wir gemacht haben. Hier, 175 Leute warten. Die sind da unterwegs, der fährt in die Richtung. Hast du schon jemanden dabei? Du fährst natürlich... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, der fährt natürlich im Moment noch leer, weil der ist ja nicht im Bahnhof drin gewesen. Das stimmt aber so nicht mal. So, hier haben wir auch ein paar Leute, die warten. Okay. Ich denke, die Linien, also die Züge fahren, sonst hätten wir eh eine Meldung hier oben. Also ein Problem in dem Sinn haben wir nicht. Was wir einfach haben ist... Oh, dass sie hier schon mal ordentlich was hinstellen. Guck mal jetzt, die Gebäude werden aber schon moderner. Cool, gefällt mir sehr gut. So, macht mal. Wir sind ja immer so knapp im Bereich von Minus und dann wieder von Plus. Kann ich jetzt vielleicht mal da hinten noch eine Schiene hinlegen? 2 Millionen, okay. Wir müssen jetzt tatsächlich dringend sowieso was machen in Sachen Personentransport. Das habe ich ja schon mal gesagt. Damit verdient man am ehesten Geld. Weil Personen hat es überall. So, mal gucken, ob ich hier was machen kann oder ob gleich wieder die Meldung kommt. Haben wir nicht das Geld? Doch, funktioniert. So, hier lassen wir mal den Unbeschrankten. Das ist im Prinzip, ja, halt ländlicher Bereich. Da kann man das schon mal machen. So, irgendwie. Ja, jetzt haben wir halt die Frage, was machen wir hier? Tütüt haben wir hier. Oh, die Big Boy kommt. Da ist sie ja. Oh, wie schön. Sehr schön. Kostet wahrscheinlich auch ein kleines Vermögen. Das wäre aber auch noch was für Wien hier unten. Ich weiß, im echten Wien wird nie eine Big Boy einfahren. Ist klar, aber Wien ist für mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein schönes, ja nicht ein Städtchen, eine schöne Stadt, eine alte Stadt auch von der Wirkung her. Und irgendwie finde ich, da passt eben auch eine Dampflok hin. So, jetzt kann ich natürlich auch so lange reden, bis wir wieder kein Geld mehr haben. Aber es ist halt die Frage, was machen wir? Was würde es denn kosten, wenn wir, sagen wir mal, hier rüber düsen? 200.000, gut, das kann man machen. Aber dann haben wir hier natürlich noch ein Feld. Wenn wir hier lang gehen und das so bauen, so kommen wir schön an den anderen Feldern vorbei. Kostet 700.000, ist aber zu machen, würde ich behaupten. Dann haben wir das Feld, was wir kaputt haben. Ja, machen wir. Ich baue das gleich mal. Und jetzt müssten wir hier irgendwie reinkommen mit 108. Oh, okay. Schon sind wir wieder im Minus. Abreißen geht aber interessanterweise, weil ich möchte natürlich hier mit mehr Tempo reinkommen. Na, nochmal gucken. 124, da muss er halt tatsächlich wirklich bremsen. Dann kappen wir das auch nochmal. Zack, zack, zack. Und natürlich kann man nicht abreißen, wenn man im Minus ist, sondern wir waren halt gerade wieder im Plus. Das war der Punkt. Jetzt gäbe es sogar einen Tunnel.
kann man aber schon machen. Dann haben wir hier halt das erste Schnellzugtunnel. Ich mache jetzt mal ganz frech die Röhre, weil das kann gut sein, dass wir die später wirklich noch für ihren Schnellzug gebrauchen. Machen wir das mal. Was kostet das? 600.000. Zack, ist gebonkt. Haben wir. Jetzt hier hinten Richtung Bahnhof düsen. Aber nicht nochmal mit Tunnel. Nein, haben wir auch nicht. Das passt. Aber eine Brücke wird es geben. Ich muss in kleineren Abschnitten bauen, damit wir hier nicht immer irgendwie auf eine Brücke oder einen Tunnel kommen. Jetzt sind wir aber schon wieder im Minus, sehe ich. Wenn auch nicht massiv, aber ein bisschen. Wir können ja hier vorne mal schauen. Wenn wir hier raus wollen. Dahin wollen wir und dahin wollen wir. Dann würde ich hier eben auch dieses Gleis hier verwenden. Dass wir damit rausgehen. Gerne noch ein bisschen runter. Und gerne mit ein bisschen Geld. Ja, ich glaube, diese zwei Güterzüge, die da Vieh und Getreide transportieren, die sind zu kostspielig. Weil, ja, die Linie halt im Moment noch nicht läuft. Weil da eben tatsächlich noch ein Zug fehlt, der Nahrungsmittel transportieren würde. Wohin müssen wir eigentlich hier? Da hinten ist das Gleis. Das heißt, wir können hier eigentlich geradeaus. Aber nicht in den Tunnel rein. Das muss nicht sein. Machen wir das mal so. Dann gibt es doch einen Tunnel. 500.000. Moment. Hier rauf gehe. Dann kriegen wir das Tunnel eigentlich. Ja, nee, wir kriegen das Tunnel nicht weg. Beziehungsweise ich muss es so bauen. Das kostet aber auch gleich 300.000. Und dann haben wir da so einen Schnitt im Hügel drin. Ja, come on, wir machen einen Tunnel. Ist doch egal. Auch wenn es ein bisschen was kostet. Dann machen wir hier das Standardportal. Oder machen wir hier. Hier machen wir nochmal so ein schönes. So, Kollege. Schwarzkopftunnel. 300.000. Ist in Ordnung. Zack, jetzt müssen wir hier natürlich zack wieder zurückgehen. Vielleicht sogar ein bisschen runter. Und das wieder in kleinen Schritten bauen. Moment. Aufschütten. 800.000. Müssen wir denn hier so hoch rauskommen? Ich klappe das auch nochmal schnell. So, nochmal gucken. Wenn wir hier runter gehen. So, dann geht es nämlich besser. Dann wird es günstiger. Ein bisschen. 100.000, das können wir machen. Und jetzt da rein. Nicht mit Tunnel. Nein, nein, nein. Haben wir hier tatsächlich einen Tunnel schon wieder? Tatsächlich. Okay, wir gehen ein bisschen rauf. Dann haben wir keins. Aber eine Kollision wegen der Straße. Das ist ja natürlich kein Ding, weil die Straße, die ist dann doch relativ schnell weg. So, nein, nicht Tunnel. Jetzt mach ich schon wieder einen Tunnel. Machen wir mal so. Stimmt die Ausrichtung? Nicht, dass wir dann hier eine Kurve hinkriegen. Okay, das kostet gleich 1 Million. Ja, weil wir wieder das Tunnel haben. Nein, ich habe gesagt, wir wollen keinen Tunnel. Es ist zu teuer. Also bauen wir es so. So, und jetzt da rein. Mal gucken. Ja, dann funktioniert es ohne Brücke. Kostet nochmal 200.000. Das kann man machen. Gut, wir hätten hier noch ein Sträßchen, das wir nochmal rüberziehen müssen. Ist eigentlich egal, was für ein Sträßchen, behaupte ich jetzt mal. Ja, es sollte halt irgendwie optisch doch dazu passen. Moment, da haben wir es doch. Zack, sehr schön. Machen wir gleich mal eine Schranke, weil es nicht viel kostet. Ist auch auf dem Land, ist mir klar. Aber lasst uns doch mal was anderes nehmen. Warum nehme ich denn immer die gleichen? Fragen über Fragen. Mal was Modernes. Ja, passt perfekt zum ländlichen Gebiet. Okay, gut, haben wir gemacht. Jetzt müssen wir hier noch schnell korrigieren. Das Geld habe ich, weil das sieht sonst einfach nicht wirklich gut aus. Hier unten müssen wir nichts korrigieren, da passt. Jetzt haben wir 1,79 Millionen. Es geht voran. Ein Depot haben wir hier nicht. Könnte man eigentlich definitiv noch machen, weil es ist Wien. Aber ich gucke schnell, ob wir hier nicht eins haben. Ne, hier haben wir auch keins. Da machen wir in Wien ein Depot hin. Die kosten ja auch nicht viel. Auch wenn das nicht der Hauptbahnhof ist und auch nie sein wird. Ein Depot können wir hier natürlich trotzdem relativ gut gebrauchen. Ich würde das aber gerne, wie soll ich sagen, fast schon integrieren. Also nicht separat, sondern irgendwie, ja, sowas Kleines. Und dann vielleicht hier neben dem Bahnhof, hier vorne. Ja, oder hier hin und dann rüber mit dem Gleis. Das könnte man auch machen, wenn man Geld hätte. Jetzt sind wir hier schon wieder im Minus. Ja, da müssen wir tatsächlich ein bisschen Geduld haben. Ich
könnte natürlich tatsächlich auch hier nochmal Gas geben, damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen mit dem Geld. Das sieht doch cool aus. Sollen wir das mal machen? Ich würde mal sagen, ja. Oder vielleicht sogar hier im Städtchen drin. Wobei hier wird ja auch Städtchen hinkommen, weil wir da auf der anderen Seite die Gleise gemacht haben. Oh, jetzt haben wir hier noch ein Fahrzeug, das ersetzt werden muss. Der Bus Weißbach, den ersetzen wir doch glatt mal, würde ich behaupten. 1:1. Mit dem Teil hier. Okay, ein und zack, dann wirst du ersetzt. Ich hoffe mal, war das gleiche Fahrzeug. Sonst ist auch nicht so schlimm. Es ist dann immerhin gelb. Haben wir Strom? Ja, Strom haben wir. Hier werde ich nicht rüberkommen. Doch, hier komme ich sogar rüber. Schau mal, sehr schön. Machen wir gleich mal. Und dann geht das da rein. Zack, und passt. Gerne noch ein Signal dazu. Machen wir das Signal doch hier, vor der Straße. Und dann machen wir hier nochmal eins. Dann sieht das irgendwie cool aus und kostet nicht viel. Gut, das hätten wir. Haben wir die Linie? Nein. Wir machen die Linie, zack, von hier gerne nach da rauf. Und dann haben wir dann bald unseren ersten Zug, der hier Wien anlaufen wird. Und das ist dann, ja, im Prinzip natürlich direkt Wien nach Schattin. So, hätten wir. Jetzt fehlt noch der Zug. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Speicherung. Jetzt werde ich doch glatt mal kurz gucken. Jetzt haben wir 6 Millionen. Es geht also aufwärts. Oh, neue Lokomotiven. Als hätten wir sie gerufen. Sehr schön. ÖBB 16. Selbstentladewagen. Wow, da kommt... Oh, jetzt kommt aber eine ganze Ladung daher. Wow, wow, wow. Okay, sehr schön. Ich würde sagen... Ja, da gucken wir gleich mal. Was kosten denn die Teile? Oh, hier haben wir nochmal ein Gleis. Da muss ich nochmal schnell was machen. Wenn es geht. Ja, ist die Frage, ob das geht. Dass wir das hier ranhängen. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Dann machen wir das anders. Dass du hier... Ja, einfach mal so rausgehst. Oder kommen wir da noch rein? Nee, das wird nicht funktionieren. Oh doch, das funktioniert mit einer Weiche. Zack, bestens passt. Und jetzt mal schnell gucken. Was haben wir hier an Lokomotiven dazu bekommen? Im groben Überblick. Ich wollte auch noch gucken, was kostet Kollege Big Boy? Wo bist du, wo bist du? Hier unten. Okay, 11 Millionen. Die kostet 3. Was brauchen wir hier denn? Einmal eine schnelle Lokomotive, die machen alle 100 km/h. Ne, die machen nur 60. Ich würde sagen, irgendwas in der Richtung. Die Krokodile, die kommen natürlich alle auch noch dazu, das ist ganz klar. 90. Wir haben zwar mit Strom gebaut, darum gucke ich jetzt bei den Dampflokomotiven. Weil wir gerade so viele neue bekommen haben, deswegen habe ich jetzt automatisch bei denen geguckt. Aber ihr habt recht. Wenn wir mit Strom gebaut haben, dann gucken wir doch mal hier, was wir hier Schönes haben und ob wir es bezahlen können. 6 Millionen, 70 km/h, das ist ein bisschen langsam. Nein, 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 90 ist ein bisschen schneller. Hier haben wir 100 bei der AE47, die haben wir aber glaube ich auch schon. Was ist das Schönes? Die AE44 BLS, 125 km/h. Wow, und guckt euch mal an, wie stark die ist. Ich würde sagen... Ja, entweder die oder die. Ne, die ist sogar noch ein bisschen schneller. Die ist dafür noch zugkräftiger hier. 7 Millionen, klar, kostet, aber das gönnen wir uns. Passagier, sollen wir zum ersten Mal? Ne, ich möchte die Wagen halt noch nicht haben. Nicht 1945. Und sie sind auch zu teuer. Das sage ich jedes Mal wieder, nachdem ich gesagt habe, ich möchte sie noch nicht haben. Wir nehmen irgendwie solche Leichtstahlwagen. Die kosten auch nicht die Welt und sehen relativ cool aus. Dritte Klasse, zweite Klasse. Okay, wir machen mal einmal. So, da bin ich wieder. Das hat ja prima geklappt mit diesen Wagen. Nein, hat es leider nicht. Spiel ist abgestürzt, ist aber halb so schlimm. Wir haben ja gerade gespeichert gehabt. Das ist genau der Grund, warum ich immer speichere. Jetzt habe ich aber dafür gesehen, wir sind schon relativ spät in der Zeit. Deswegen kaufen wir jetzt aber noch die Wagen. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann mitfahren. 180 km/h kosten 1 Million die Teile. Passen die zu dem Dingens? Nein, eigentlich nicht. Hier haben wir wieder die Pullman-Teile, die passen halt auch nicht. Sonst vielleicht doch schweren Herzens irgendwie sowas mal noch kaufen. Boah, ja, 2 Millionen, 2 Millionen, 3 Millionen, 2 Millionen, noch mehr Millionen und noch viel, 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 viel mehr Millionen. Nee, zu teuer. Ja, da kann ich gucken, wie ich will und wo ich will. Nein, funktioniert nicht. Bei denen
Teilen ist das Ding abgestürzt. Bei denen hier mit 120, weiß nicht, stürzte da auch ab. Wir haben ja wie gesagt gespeichert. Die würden wenigstens zur Lokomotive passen, würde ich mal sagen. Wir nehmen mal die hier. So, mal gucken. Jawohl, passt. Aha, nicht genug Geld, passt auch. 900.000, ja, das ist ein gewisser Betrag. Lassen wir schneller laufen. Ah, wie gesagt, dann verpassen wir wieder was. Irgendwann macht sie ja ratatatatam, dann kommen wieder die ganzen neuen Sachen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir haben jetzt mal eine Lok und einen Wagen. In der nächsten Folge werden wir wieder ein bisschen mehr Geld haben, weil ich ganz einfach das Spiel noch ein bisschen laufen lasse. Dann sehe ich ja auch, was kommt hier daher an neuen Sachen und so weiter. Dann verpassen wir eben doch nichts. Gut, jetzt würde ich aber gerne mit einem Zug Tschüss sagen. Und das können wir machen. Hier vorne, da ist einer. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir auch wieder ein bisschen mehr Kohle haben. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.